Wir freuen uns, dass jetzt im 11. Jahr in Serie der Zulauf ungebremst ist. Wir haben jedes Jahr 1200 Anmeldungen. Wir haben dieses Mal sehr viele Komplimente für ein neues Format erhalten. Immersive ist es, das heißt auch stark interaktiv. Und wir freuen uns, dass wir hier die Forschungscommunity zusammenbringen können auf einem Marktplatz der Forschung. Ist Österreichs Forschung zukunftsfit? Ja, das hoffe ich. Auf die Größe Österreichs gesehen, denke ich, dass wir doch nicht so schlecht aufgestellt sind. Zumindest in einzelnen ausgewählten Bereichen, denke ich, ist Österreich sehr, sehr gut positioniert. Selbstverständlich. Weil ich denke, dass wir die klassischen österreichischen Qualitäten verbinden können, nämlich die Qualität einerseits zu improvisieren und aus einem Minimum an Mitteln ein Maximum herauszuholen. Wir haben talentierte Leute, wir haben hervorragende Universitäten und gute Firmen. Und Fitness ist etwas, was man jeden Tag sich erarbeiten muss, ist leider nicht etwas, was man einmal erreicht und dann ist man toll. Mittlerweile eine schöne Tradition geworden, nebst Alpbach einer der zentralen Knotenpunkte, wo sich die Besten der Besten treffen. Zufrieden? Absolut. Und danke für diese Zusammenfassung. Hätte ich auch nicht besser hingekriegt. Wir haben es 10 Jahre, glaube ich, gut gemacht, weil wir haben es geschafft, dass dieses Event am Innovations- und Forschungskalender in Österreich einen Fixpunkt innehat. Das, danke, dass Sie alle hier sind, sind der Beweis dafür. Was braucht die Forschung noch Ihrer Meinung nach? Wir haben die Diskussion ja auch heute auf der Bühne. Es ist sicherlich auch die Top-of-Mindness, die hier gefragt ist. Österreich kann auf so viele Dinge stolz sein, an die wir in unserer persönlichen, täglichen Wahrnehmung wahrscheinlich nicht mal so denken. Das Wasser, irgendein Skifahrer und vielleicht die Nationalelf, Forschung und Innovation, fällt uns da gar nicht mal so sehr Top-of-Mind ein. Ich glaube, wir geben mit den technologischen Erfolgen, die wir bewirken mit unseren Förderungen, hier auf die beste Antwort. Die Innovationen, die wir in Österreich entwickeln, die einfach zur Lebensqualität, zu einer Leistungsfähigkeit, zu Wirtschaftswachstum beitragen, sind das beste Zeugnis dafür, dass wir erfolgreich sind. Wir müssen noch erklären, dass dahinter Forschung steckt. Was fehlt der Forschung noch? Zeit und Geld fehlt immer, aber prinzipiell sind wir vorne dabei. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, dass wir im internationalen Markt nicht nur mitspielen, sondern ein globaler Player sind. Forschung braucht zunächst Bewusstsein, was bei Unternehmen übrigens durchaus vorhanden ist. Es braucht Wissen, es braucht eine Struktur mit den gleichzeitigen Freiräumen für die Forscher und es braucht natürlich auch eine Wettbewerbsorientierung. Da sind wir noch zu sehr beim Basissubventionsverständnis. Wir als Medien haben natürlich auch eine große Verantwortung. Also wir müssen Forschung transportieren, die Wichtigkeit von Forschung transportieren, die Inhalte übersetzen, bekannt machen, zum Teil vereinfachen, aber eben auch nicht banalisieren. Es braucht Geist, es braucht Innovation, es braucht Unternehmergeist. Was mir auch oft in Österreich vorkommt, dass die Leute irgendwie manchmal ein bisschen betrübt sind. Es gibt noch so viel zu tun, aber wir kommen nicht weiter. Aber wie kommen wir weiter? Das ist die Frage. Und wahrscheinlich generell ein Klima in der Bevölkerung, in der Gesellschaft in Österreich, das für Forschung offene Türen hat und sich ein bisschen was traut. Wir müssen gemeinsam an einem attraktiven Forschungsförderungsportfolio weiterarbeiten. Das ist der Garant für die Fitness. Forschung und vor allem standortgebundene Forschung schaffen Arbeitsplätze. Arbeitsplätze sind für den Wirtschaftsstandort von absoluter Bedeutung und das eine oder ohne das andere funktioniert nicht. Die Bedeutung von der FFG für Österreich? Wollen Sie es ganz kurz hören? Wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie frischer finden.